Der Newsflash vom 23. Juni. AMD. Drei Gratisspiele beim Kauf einer aktuellen Grafikkarte. Um den Absatz der frisch auf dem Markt erschienenen Grafikkarten Radeon 7950 und Radeon 7970 zu steigern, beschloss AMD mit der 3-for-3-Aktion, drei Games beim Kauf einer dieser Grafikkarten zu verschenken. Mit Dirt Showdown, Deus Ex, Human Revolution und Nexoids als Draufgabe könnt ihr euch somit 90 Euro sparen. Samsung Galaxy S3 – Handy im Auto explodiert. Ein verdutztes Gesicht, ein lauter Knall und eine Stichflamme – so hat sich wohl der Besitzer des Galaxy S3 gefühlt, als plötzlich sein niegelnagelneues Handy in seiner Autohalterung explodiert ist. Auf den veröffentlichten Bildern kann man gut sehen, dass der Micro-USB-Anschluss total zerstört ist. Samsung weiß bereits von dem Vorteil und hat folgendes Statement dazu abgegeben. There have been recent online posts displaying pictures of a Samsung Galaxy S3 that appears to have heat-related damage at the bottom of the device. Samsung is aware of the issue and will begin investigating as soon as we receive the specific product in question. Once the investigation is complete, we will be able to provide further details on the situation. We are committed to providing our customers with the safest products possible and are looking at this seriously. So Samsung. Hoffen wir mal, dass es nur ein Einzelfall war, denn sonst können wir uns auf eine große Rückrufaktion gefasst machen. Call of Duty Black Ops 2, so entsteht der kommende Action-Blockbuster. Activision hat mal ein bisschen hinter die Kulissen geblickt und dieses mit einem Video festgehalten. Der Studioleiter Mark Lemia erklärt, wie hart man an solch einem Spiel arbeitet. Die Einzelspielerkampagne, der Multiplayer und der Zombie-Modus sind bisher das ehrgeizigste Projekt des Teams überhaupt. In einem 4,5-minütigen Video gibt es einige Einblicke in die verschiedenen Bereiche der Produktion, wie zum Beispiel die Story, die Technik oder der von Fans geliebte Zombie-Modus. Am 13. November wird das Spiel für den PC, PlayStation 3 und der Xbox 60 im Handel erscheinen. Xbox 720 – Dokument über Microsofts Zukunftspläne aufgetaucht. Letzte Woche brodelte die Gerüchteküche auf Übertouren, da bereits vergangenes Wochenende ein geleaktes Dokument über Microsofts Zukunftspläne im Internet auftauchte. Nachdem nun schon einige Webseiten von Microsoft selbst aufgefordert wurden, das Dokument von ihren Servern zu entfernen, glauben viele, dass es sich bei diesem Portfolio wirklich um die Daten des Publishers handelt. In diesem Dokument wird unter anderem Microsofts Marketingtaktik für die Ende 2013 erscheinende Xbox 720 dargelegt. Den kompletten Leak findet ihr im passenden Artikel auf unserer Seite. Resident Evil 6 – neues Gameplay-Material. Wir hatten schon einiges von Resident Evil 6 gesehen und nun gibt es ein anderes Gameplay-Material, was Capcom veröffentlicht hat. Leon S. Kennedy spielt in diesen 20 Minuten eine große Rolle. Und da wir euch von dem Spiel nicht viel zu viel spoilern möchten, könnt ihr euch es einfach noch einmal selbst komplett in unserem Artikel auf der Seite anschauen. Dead Space 3 – 20 Minuten Gameplay-Video. Es gibt weitere Eindrücke zu dem Spiel Dead Space 3, der Nikolin von VG247 durften das Spiel bereits anspielen und haben deshalb ein kleines Video aufgezeichnet. Das 20 Minuten lange Video liefert einige Einblicke in das Spiel. Das komplette Video könnt ihr euch auf unserer Seite eblemnews.tv.de anschauen. Im Februar 2013 soll das Spiel für den PC, PlayStation 3 und der Xbox 360 erscheinen. Inversion, knapp 30 Minuten Gameplay-Video zum Release. Trails Evolution, die Community ist sehr fleißig. AMD Bulldozer, Spielzeug oder Abrissbagger. Dieses und viele weitere News rund um Games, Technik und Unterhaltung gibt's auf www.eplay-tv.de.